Ich begrüße alle, die hier heute bei uns sind, zu einem nächsten Pressbriefing des Science Media Centers. Wir wollen heute der Frage nachgehen, welchen Beitrag können gentechnisch veränderte Pflanzen beim Schutz der Umwelt leisten? Die Regulierung von grüner Gentechnik, die wird ja seit Jahren vielseitig diskutiert, weil es mit den neuen Techniken, wie zum Beispiel der Genschere CRISPR-Cas9, möglich ist, extrem präzise das Erbgut von Pflanzen zu verändern und dadurch aber auch Pflanzen zu generieren, die quasi naturidentisch sind. Beziehungsweise können dadurch auch sehr zielgerichtet Mutationen in der Pflanze erzeugt werden, wie es auch durch andere Züchtungsmethoden, wie zum Beispiel durch bestimmte Mutageneseverfahren, möglich ist und auch schon seit Jahren durchgeführt wird. 2018 hofften die Pflanzenzüchter bereits auf die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, dass auch neuere Methoden der Gentechnik nicht mehr unter das Gentechnikgesetz fallen. Allerdings entschied der Gerichtshof damals, dass auch diese neuen Methoden weiterhin als Gentechnik anzusehen sind und damit unter den Gentechnikregularien anzusiedeln sind. Es gab darauf viel Gegenwind und viele Diskussionen und der Rat der Europäischen Union hat dann die EU-Kommission aufgefordert, eine Studie über den Status und den wissenschaftlichen Stand der neuen Genomtechniken vorzulegen. Diese Studie ist ja gestern erschienen und liegt jetzt vor. Und darin heißt es unter anderem, die neuen Gentechnikprodukte haben das Potenzial, zu nachhaltigen Agrar-Nahrungsmittelsystemen beizutragen, die mit den Zielen des europäischen Green Deal und der Farm-to-Fork-Strategie übereinstimmen. Wir wollen jetzt heute hier mit den anwesenden Experten über die Möglichkeiten der neuen oder gentechnisch veränderter Pflanzen zu gentechnische Pflanzen sprechen. Wir möchten der Frage nachgehen, inwiefern diese Pflanzen eine Möglichkeit darstellen, zukünftige Herausforderungen wie den Klimawandel entgegenzuwirken, aber auch Ziele, den Zielen nachzugehen, zum Beispiel Pflanzenschutzmittel weniger einsetzen zu müssen, synthetische Pflanzenschutzmittel zum Beispiel. Genau. Und wir wollen aber nicht nur den Fragen nachgehen, sondern wir wollen später auch noch mal ein bisschen auf die Studie eingehen. Sie können jetzt schon zu diesen Themen Ihre Fragen in diesem F&A-Tool stellen oder Question-and-Answer-Tool. Mein Kollege, der mich hier unterstützt, reicht mir dann die Fragen ein und ich gebe sie an die Experten weiter. Da wir das Pressbriefing so ein bisschen in diese zwei Teile aufteilen, werden wir die Fragen zu dieser Studie der Europäischen Kommission auf jeden Fall noch klären, aber das wird ein bisschen später dann passieren. Gut, jetzt möchte ich aber starten und die Experten, die hier sind, vorstellen. Ich fange an mit Dr. John Falk. Er ist Geschäftsführer von Saatenunion Biotech GmbH, die in Leopoldshöhe angesiedelt ist. Herr Falk, Ihr Unternehmen unterstützt ja auch kleinere Pflanzenzuchtbetriebe bei der Züchtung. Inwiefern spielen denn moderne Gentechnikansätze schon jetzt eine Rolle und sind die Unternehmen bereits schon dabei, geneditierte Pflanzen zu generieren? Ja, vielen Dank. In der Tat ist es so, dass wir ein Unternehmen sind, das von mittelständischen Unternehmen vor über 30 Jahren gegründet wurde, weil klar war, dass man auch Biotechnologie braucht, um entsprechend erfolgreich in der Züchtung voranzukommen. Unsere Aufgabe ist, die Züchtung zu unterstützen. Also wir arbeiten für mittelständische Züchter. Wir haben ja eine mittelständisch geprägte Züchterschaft in Deutschland und knapp 60 Züchtungsunternehmen. Und ich repräsentiere im Grunde genommen mit der Firma 8 von denen und für etwa gleiche Anzahl arbeiten wir zusätzlich auch. Wir haben die Aufgabe, den Züchtungsprozess zu unterstützen, aber wir machen auch ein ganz wichtiger Teil Forschungsprojekte, wo wir neue Züchtungstechniken verfügbar machen sollen. Und da arbeiten wir auch mit Universitäten zusammen, mit anderen Züchtern, anderen Firmen und unter anderem natürlich auch diese neuen Züchtungsmethoden. Und wir haben schon vor 5, 6 Jahren damit angefangen, dort daran zu arbeiten, weil wir das für wichtig halten. Es ist bisher im Rahmen der Forschungs- und Entwicklungsprojekte gelaufen, weil solche modifizierten, geneditierten Pflanzen momentan in Deutschland nach Europa keinerlei Zulassung bekommen würden, weil die Auflagen so sind, dass das nicht finanzierbar ist. Beziehungsweise, wenn wir das versuchen würden, würden ja Freilandversuche momentan nicht funktionieren.
Deshalb ist es momentan ein Forschungsentwicklungstool, aber wir sind in den Startlöchern. Wir arbeiten dran und versuchen, das Handwerkszeug so aufzubauen, dass wir möglichst zügig damit anfangen können. Zügig bedeutet, wenn wir jetzt mit solchen Arbeiten anfangen und wir in ein, zwei Jahren solche Pflanzen haben, durchläuft es ja noch den Regulierungsprozess, das heißt die Sortenzulassung. Das sind allein 3 Jahre plus dann die Sorten, Landessortenversuche bis zu 3 Jahre. Das heißt, wenn wir heute anfangen, ist damit zu rechnen, dass wir frühestens 8 oder 10 Jahren tatsächlich solche Pflanzen auf dem Feld sehen würden. Sie sind involviert in einem Projekt, an dem sehr viele beteiligt sind. Das ist dieses Pilton-Projekt. Können Sie dazu ein bisschen mehr sagen und welche Möglichkeiten könnte das bieten? Dieses Projekt ist sehr wichtig für die Pflanzenzüchter und die gesamte deutsche Pflanzenzüchterschaft hat sich entschieden, dass wir positive Beispiele zeigen, um das Potenzial aufzuzeigen von neuen Züchtungsmethoden, also Genomeditierung. In dem Fall gilt es darum, eine Resistenz, eine Toleranz in Weizen reinzubekommen gegen mehrere Pilzkrankheiten. Und die Pflanzenzüchter haben gesagt, wir müssen das voranbringen. Wir müssen der Öffentlichkeit auch zeigen, dass sowas möglich ist. Wir wollen gleichzeitig auch zeigen, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, dass auch kleine mittelständische Züchtungsunternehmen dann auch Zugang zu dieser Technologie haben. Und wir wollen auch zeigen, dass es möglich ist und auch in den Diskurs transparent mit der Öffentlichkeit, dass wir das brauchen und dass wir den Weg gehen, wirklich bis zur Sortenanmeldung. Gut, dann möchte ich erstmal zu dem nächsten Experten kommen in der Reihe. Das ist Professor Dr. Weber. Er ist Leiter des Instituts für Biochemie der Pflanzen an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Herr Weber, Sie sind ja eigentlich in der Grundlagenforschung tätig und forschen selber im Bereich der Photosynthese. Aber Sie engagieren sich auch zu Fragen rund um die grüne Gentechnik. Und Sie waren auch kürzlich an einem Meinungsstück beteiligt, das in Trends in Plant Science erschienen ist. Und in dem ging es um die Frage, ob grüne Gentechnik eventuell auch einen Beitrag leisten kann, die Ziele der europäischen Farm-to-Fork-Strategie zu erreichen, vor allem auch in Bezug auf den ökologischen Landbau. Das Paper kommt zu dem Schluss, wenn die Farm-to-Fork-Strategie die Erweiterung der ökologischen Landschaft fördern will, ohne gleichzeitig den Einsatz neuartiger Züchtungstechniken im ökologischen Landbau zu ermöglichen, wird diese Strategie wahrscheinlich ihr Versprechen nicht einlösen können, die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zu erreichen. Können Sie erklären, welche Vorteile die Gentechnik hier bietet und warum das mit ökologischer Landwirtschaft vereinbar sein kann? Also die Idee ursprünglich oder auch die Inspiration für diesen Ansatz kommt letztendlich von Urs Nickli, der lange Jahre der Leiter des FIBL in der Schweiz war, also des Föderalen Instituts für den biologischen Landbau. Das ist eines der wenigen Institute, die tatsächlich wissenschaftsorientiert den biologischen Landbau erforschen und eben auch Vorschläge machen, wie man mit biologischer Landwirtschaft weiterkommt. Herr Nickli sagt, dass die ökologische Landwirtschaft ein Innovationsproblem hat. Was meint er damit? Er meint damit, dass viele Bereiche der ökologischen Landwirtschaft sich durch eigene Vorschriften darin einschränkt, mögliche neue Werkzeuge, die in der ökologischen Landwirtschaft hilfreich sein könnten, nicht zu nutzen. Und die Genomeditierung ist eines dieser möglichen Themen. Wie kann Genomeditierung nun zu einer größeren Nachhaltigkeit beitragen? Auch da ein Beispiel, das Herr Nickli selber benutzt hat. Es geht hier in dem Fall um Phytophthora-Resistenz in Kartoffeln. Wenn Kartoffeln mit Pilzen befallen werden, werden auch in der ökologischen Landwirtschaft Fungizide benutzt, dort in der Regel Kupfer. Im Gegensatz zur herkömmlichen Landschaft, wo man eben Landwirtschaft, wo man synthetische Fungizide benutzt. Wenn man der Kartoffel nun eine Phytophthora-Toleranz verleihen könnte, sodass sie eben nicht mehr ein extern appliziertes Fungizid braucht, sondern sich aus ihrer eigenen Kraft heraus gegen diesen Pilz verteidigen könnte,
dann müsste man weder Kupfer noch synthetische Fungizide einsetzen. Und das kann man gerade im Bereich der Fungizide auch weiterdenken. Wenn wir zum Beispiel an den Obst- und den Weinbau denken, dort werden über 90% der Fungizide im ökologischen Landbau und im konventionellen Landbau werden im Bereich des Obst- und Weinbaus eingesetzt. Auch dort gäbe es die Möglichkeiten, Toleranzen gegen Schadpilze durch Genomeditierung in die Pflanzen einzubringen und dadurch die Pflanzen genetisch resistent oder tolerant gegenüber diesen Pilzkrankheiten zu machen. Das heißt, die sind von sich aus in der Lage, sich gegen die Schadpilze besser zu verteidigen. Häufig kommen die genetischen Varianten, die man dafür braucht, aus wilden Vorläufern oder aus verwandten Arten. Das heißt, man könnte die auch durch Kreuzung einbringen und dann durch Rückkreuzungen und so weiter irgendwann auch diese Variante etablieren. Das dauert aber sehr lang. Und nehmen wir einfach mal den Wein als Beispiel. Jetzt nehmen wir einen Riesling und würden den rückkreuzen gegen eine pilzresistente Weinsorte. Was auch immer dabei rauskommt, es wird nie mehr ein Riesling sein, der den Namen Riesling oder die Eigenschaften eines Rieslings hat, wie wir ihn kennen. Und er wird es dann sehr schwer haben, sich in der Weinszene einfach durchzusetzen. Es gibt solche pilzresistenten Züchtungen, die vor langer Zeit gemacht worden sind, Geisenheim, woanders. Die haben nie die Marktbedeutung erreicht, die die etablierten Weinsorten erreicht haben könnten. Mit Genomeditierung könnten wir es erreichen, einen Sauvignon Blanc, einen Riesling, einen Merlot mit wenigen Änderungen resistent gegen einen Schadpilz zu machen und dadurch die Eigenschaften dieses Weins zu erhalten, der eben auch für die Vermarktung wichtig ist. Warum, und dann bin ich auch am Ende, warum spreche ich insbesondere über die Toleranzen gegen Pilze? Weil wir da schon sehr gut verstehen oder kausal verstehen, wie kleine Veränderungen an der Nukleotidsequenz zu einer Toleranz führen. Okay, also hier können wir wissensbasiert durch Genomeditierung eine Veränderung machen und wir wissen, wir können exakt vorhersagen, was dabei rauskommt. Es gibt andere Eigenschaften, die durch viele Gene kodiert werden. Da müssen wir noch Grundlagenforschung betreiben, bevor wir so weit sind, dort auch tatsächlich dann mit Genomeditierung weiterzukommen. Dazu gehört auch zum Beispiel abiotische Stresstoleranz. Damit würde ich es erstmal belassen. Herr Weber, da kommt direkt eine Nachfrage. Kennt man denn die Resistenzen zum Beispiel gegen Phytophthora so genau, dass man sie einbauen könnte? Ja. Also, und was mich noch interessiert, wenn man jetzt eine Resistenz gegen einen Pilz hat, ist das ja schon mal sehr hilfreich, aber es gibt ja reichliche, also viele Pathogene. Also gibt es denn jetzt quasi eine Veränderung, die eine gewisse Breitbandimmunität erzeugt? Oder müsste man quasi gegen verschiedene Pilzarten dann auch verschiedene Resistenzgene oder Anfälligkeitsgene verändern, sodass da Resistenzen entstehen? Die Resistenzen sind häufig sehr spezifisch. Also das heißt, aber das, da kann vielleicht Herr Falk auch noch mehr zu sagen. Aber in der Regel sind die sehr spezifisch und man bräuchte, wenn man mehrere Resistenzen haben wollte oder Toleranzen haben wollte, müsste man noch mehrere Veränderungen durchführen, was technisch auch machbar ist. Also man kann mit den derzeit existierenden Methoden ohne weiteres 7 bis 8 Veränderungen gleichzeitig in einem Satz sozusagen einführen. Das ist technisch kein Problem. Man muss auch immer im Hinterkopf haben, diese Resistenzen oder Toleranzen, die werden nicht dauerhaft sein. Die werden über kurz oder lang wiederum überwunden werden. Das heißt, es ist ein ständiges Spiel, wenn man das mal so betrachten möchte, zwischen dem Pilz und dem Wirt. Der Pilz wird irgendwann die Resistenz überwinden und dann muss man wiederum ein neues Allel finden, das eben wieder dabei hilft, zu verteidigen. Wenn man Multigenresistenzen hätte, das ist zum Beispiel bei einem Bakterium der Fall, das den Reis befällt. Auch da gibt es ein sehr gutes Beispiel. Da hat man inzwischen 3 solche Gene gefunden, die den Prozess beeinflussen. Und wenn man die alle 3 gleichzeitig verändert, hat man eine quantitative Resistenz. Und die ist natürlich in dem Fall für das Bakterium dann sehr, sehr viel schwerer zu überwinden als eine Einzelgenresistenz. Können Sie das ein bisschen genauer beschreiben, was Sie da mit der Quantigenresistenz, also geht das dann gegen mehrere Bakterienarten?
Nee, das hilft gegen das eine Bakterium, aber wenn das eine, also gehen wir einen kleinen Schritt zurück, es geht in dem Fall geht es um den Xanthomonas oryzae. Das ist ein Bakterium, was die Weißpflanze befallen kann und gegen die es keine vernünftige Verteidigungsmöglichkeit gibt. Weil gegen Bakterien würden nur Antibiotika helfen und die kann man nicht im Feld anwenden. Das wäre nicht vertretbar. Und gerade für kleine Pharma, sogenannte Smallholder-Farmers, ist das eine existenzielle Bedrohung. Für die großen Reisbauern ist das vielleicht sogar auch hinnehmbar, dass sie einen Teil ihrer Ernte verlieren. Für die kleinen Bauern ist das aber ein echtes Problem. Jetzt hat das Bakterium, wenn es die Pflanze befällt, mehrere Ansatzpunkte. Und zwar versucht es, Zuckerexportmechanismus der Pflanze zu kapern, ihn zu aktivieren, sodass die Pflanzenzellen anfangen, Zucker zu exportieren in das umgebende Medium. Und diesen Zucker nutzt dann das Bakterium, um darauf zu wachsen. Und dazu muss es mehrere solche Zuckertransporter anwerfen. Und man kann die Regelungssequenzen dieser Zuckertransporter so verändern, dass die Substanzen, die das Bakterium in die Pflanzenzelle abgibt, eben dort nicht mehr binden können, die sogenannten Effektoren. Und je mehr solche Bindungsstellen man verändert, umso schwieriger wird es für das Bakterium, das zu überkommen. Der Trick ist natürlich dabei, dann auch das so zu machen, dass die Pflanze nicht auch darunter leidet. Dazu muss man eben das entsprechende Wissen haben, aber das ist machbar. Und hier gibt es schon Beispiele, die wiederum im Feld sind, die getestet sind und die hoffentlich auch bald in die Anwendung kommen und dann den Smallholder-Farmers wirklich dabei helfen, eine zuverlässigere Ernte einfahren zu können. Gut, ich möchte jetzt mal zu dem dritten Experten im Bunde noch kommen. Das ist Professor Dr. Gunther Backes. Er ist Fachgebietsleiter für ökologische Pflanzenzüchtung und Agrarbiodiversität an der Universität Kassel. Sie beschäftigen sich ja in Ihrer Forschung auch mit Fragen, inwiefern ökologische Landwirtschaft mit den zukünftigen Herausforderungen mithalten kann. Und sehen Sie denn da aus rein wissenschaftlicher Sicht die Möglichkeit und das Potenzial für die grüne Gentechnik auch in der ökologischen Landwirtschaft? Und gibt es denn überhaupt die Notwendigkeit? Das mit der Notwendigkeit ist natürlich die erste Frage. Also rein wissenschaftlicher Sicht, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, das heißt, was verstehen Sie jetzt unter ökologischer Landwirtschaft? Verstehen Sie unter ökologischer Landwirtschaft diesen, weil das ist ja ein Brand, das ist eine Marke. Das wollen Sie offensichtlich, weil und für diese Marke ist es natürlich extrem schädlich, wenn Erwartungshaltung, dass das zum Beispiel, dass sie frei ist von gentechnischen Methoden und die, wenn die enttäuscht werden, das ist das, was der Verbraucher erwartet. Und in der und hier ist nochmal, das ist auch unabhängig von der, wenn jetzt die selbst wenn die EU jetzt finden würde, das würde jetzt sich von dem Prozessgedanken jetzt wegkommen würde zu dem Endgedanken, das heißt, wichtig ist, was bei rauskommt, nicht wie es produziert wird, dann ist das für die ökologische Landwirtschaft immer noch anders, weil die ökologische Landwirtschaft vom Prozess her definiert wird. Das heißt, hier zählt nicht das Endprodukt. Es ist nicht das, was den Verbrauchern versprochen wird, ist nicht das Endprodukt. Es wird natürlich erwartet, dass das Endprodukt auch besser ist in vieler Hinsicht, sondern aber die Regulation der ökologischen Landwirtschaft geht über den Prozess. Das heißt, alles, was im Prozess nicht den Regularien der ökologischen Landwirtschaft entspricht, das ist entsprechend nicht ökologische Landwirtschaft. Dazu gehört die Ablehnung von gentechnischen Prozessen. Ich spreche jetzt nicht betont nicht von Gentechnik, sondern von gentechnischen Prozessen, egal, wie gesagt, wie das auskommt. Das ist die eine Sache. Wenn ich jetzt aus wissenschaftlicher Sicht das Ganze betrachte, dann sehe ich da auch sehr stark den Systemgedanken da drin. Das heißt, ich schaue mir das Ganze, ich muss mir in der ökologischen Landwirtschaft, muss ich immer das System betrachten. Und da sehe ich dann, in diesem System ist die ökologische Landwirtschaft oder das, was ist, dann ist die Definition vielleicht etwas anders. Das geht dahin, das sind Techniken zu denen, oder das sind Ansätze in der Landwirtschaft, die dazu dienen, dass man systemare Zusammenhänge erforscht und entsprechend nutzt, indem man positive Effekte ausnutzt und negative Effekte verringert, um einen Input in die Landwirtschaft zu verringern und dadurch eine,
eine umweltfreundlichere und auch effizientere Landwirtschaft, denn langfristig ist die Landwirtschaft, die wir zurzeit betreiben, nicht effizient. Wir nutzen viele Ressourcen, die von außen kommen, viel Energie. Das ist auf die Dauer nicht effizient. Da sind sich, glaube ich, alle Experten mittlerweile einig, dass das so nicht weitergeht. Und dann ist die Frage, inwieweit es aus wissenschaftlicher Sicht ist dann für mich die Frage, inwieweit tragen diese Neuerungen dazu bei, dass ich wirklich eine systemkonforme Landwirtschaft, also die mit dem Ökosystem zusammenarbeitet, aufbaut? Oder inwieweit sind diese Techniken nur geeignet, dass ich die bisherige Form der Landwirtschaft, die ich hier mal als industrielle Landwirtschaft bezeichnen möchte, weiterführen kann? Das heißt, weiter wie bisher, ich kann weiter große homogene Bestände anbauen, ich kann weiter die Anzahl der Arten, die auf dem Feld sind, reduzieren, vielleicht noch weiter, denn es werden hauptsächlich erstmal die großen Arten bearbeitet, weniger die kleinen Arten, die wichtig sind in der Fruchtfolge. Wird das unterstützt? Also wie weit gehe ich wie weit nützen diese Methoden wie weit führt das dazu, dass die Landwirtschaft in der bisherigen Form so weitergehen kann? Oder wie weit unterstützen Sie einen Wandel? Und da habe ich meine ernsten Bedenken, was diese Methoden anbelangt. Herr Weber hatte gerade erwähnt, dass gerade auch im Obst- und Weinanbau ja auch sehr viel Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommen, ja auch im ökologischen Wein- und Obstanbau. Wäre es da nicht auch ein Vorteil, mit Resistenzgenen darauf verzichten zu können, so einen hohen Pflanzenschutzeinsatz da leisten zu müssen? Und wäre das nicht auch ökologisch? Es ist so, das ist wieder so eine Frage vom Framing. Es gibt zum Beispiel bei der klassischen Gentechnologie in dem Baumwoll, da gibt es dann die Frage, ja, in Indien werden so viel Insektizide in der Baumwolle verwendet, da ist es doch viel besser, also es war lange die Argumentation, da ist es doch viel besser, wenn dann BT in der Baumwolle drin ist, da wird dann viel weniger angebaut. Das Framing, das hier einsetzt, ist, also der Rahmen, der gesetzt wird, ist, dass die Landwirtschaft genauso weitergeführt wird mit Riesenfeldern von Baumwolle, wo nur Baumwolle Jahr nach Jahr über Jahr angebaut wird. Wenn ich hingegen das ist aber nicht der ökologische Gedanke. Im ökologischen Gedanken würde ich mein Ökosystem versuchen so zu gestalten, dass das in der Form nicht vorkommt. Und das gilt auch für den Weinbau. Es gibt auch ökologische Winzer. Und natürlich, das was erwähnt wird mit den, das Kupfer ist aus meiner Sicht ein Sündenfall der ökologischen Landwirtschaft. Also dass man Kupfer in der ökologischen Landwirtschaft noch in diesem Fall anwendet, zeigt mir eigentlich nur, dass Forschung in das System ökologische Landwirtschaft eigentlich noch viel zu gering ist, dass wir noch viel zu wenig wissen über das System. Und wenn Sie sehen, wie viel Geld auf der einen Seite in ökologische Landwirtschaft, also das ist Verständnis von Systemprozessen, und auf der anderen Seite zum Beispiel in NGT-Techniken reingeht, dann sieht man schon auch, dass man da sehr gut noch etwas mehr in die Forschung unterstützen könnte, dass das eben möglich ist. Oder um es kurz zu sagen, die ökologische Landwirtschaft, so wie sie heute betrieben ist, ist sicher nicht das Ende aller Dinge, das ist sicher nicht das Optimum, da geht noch viel. Was der Weinbau, das war natürlich ein klug gewähltes Beispiel, weil im Weinbau der Weinbau ist extrem konservativ. Das heißt, man baut im Weinbau Klone von bestimmten, also alles, was Riesling ist, ist ein Klon. Alles, was Silvaner ist, ist ein Klon. Man baut Klone auf riesigen Flächen ein und Jahr für Jahr und schon seit sehr, sehr langer Zeit immer die gleichen Klone. Die Frage, ist das sinnvoll? Das ist aus dieser Struktur des Weinbaus, dass man dann, um einen Qualitätswein zu haben, also nicht auf dem Niveau vom Tafelwein zu verbleiben, da gibt es dann hohe Hürden. Und das ist wirklich ein extrem konservativer Zustand. Es ist sicher nicht wünschenswert und sicher auch nicht das, was man im Allgemeinen in der Landwirtschaft sehen möchte. Kartoffel ist auch ein sehr gut gewähltes Beispiel. Hier gibt es wirklich eine Krankheit, die sehr relevant ist, mit Phytophthora, mit der Kraut- und Knollenfäule der Kartoffel, verursacht durch Phytophthora in Festland. Und da ist natürlich, wer da wäre ein, ein,
eine Resistenz wäre schon, wäre halt interessant. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass wir in der ökologischen Landwirtschaft eigentlich auf das gehen, was, also Herr Weber hat vorhin über quantitative Resistenzen gesprochen. Also wenn ich eine quantitative Resistenz ist in meinem Verständnis nicht eine Resistenz, die nur multigen ist, sondern auch eine Resistenz, die nicht 100% wirkt. Die muss auch nicht 100% wirken, sondern ist eine Resistenz, die auf mehreren kleineren Faktoren besteht und dann auf der anderen Seite aber auch den Erreger nicht so unter Druck setzt. Wenn ich eine 100% Resistenz habe, dann heißt das für den Erreger, entweder er überwindet die Resistenz oder er überlebt nicht. Das heißt, das ist ein extrem starker Druck auf den Erreger. Das muss er überwinden, kurz oder lang, weil sonst überlebt er nicht. Und wenn die entsprechende Resistenz in großer Fläche angebaut wird, und das ist ja das Ziel, dann würde der Erreger das auch relativ schnell durchbrechen, weil es sehr viele Pflanzen gibt, sehr viel von dem Erreger, und dann per Zufall kommt dann irgendwann, durchbricht er das. Da ist ja unser Gedanke eher, dass wir auf eine sanfte Resistenz bauen, die den Erreger stark reduziert, in der gleichen Zeit aber auch durch es gibt ja nicht nur die Züchtung, es gibt ja auch Maßnahmen außerhalb von der Züchtung, die es dann ermöglichen, dass die Krankheit entweder sehr spät kommt, sehr schwach kommt und entsprechend dann den Krankheitsdruck dämpfen. Gut, danke. Ich gehe mal direkt in die Fragen, weil hier kommen einige. Es wird zum Beispiel gefragt, ob die Modifikationen, die jetzt durch zum Beispiel CRISPR-Cas erzeugt werden, ob die auch nicht auch Gefahren bergen könnten. Gerade wenn man dann vielleicht auch von 7 bis 8 Veränderungen gleichzeitig spricht, die dann vielleicht auch miteinander interagieren können. Wer möchte darauf an? Herr Falk, Herr Weber vielleicht? Herr Falk, fangen Sie vielleicht an. Ja, kann ich sehr gerne machen. Also im Prinzip ist es so, dass jede einzelne Pflanze, die im Feld steht, im Laufe des Lebens Mutationen sammelt. Sie kommen also natürlicherweise vor. Das haben wir bei der klassischen Mutagenese gemacht. Wir helfen in der Züchtung nach und erhöhen die Mutationsrate, die natürlicherweise auch vorkommt. Und das bedeutet, wenn wir an verschiedenen Stellen mit der Technik spezifisch was modifizieren, also mutieren, ist es im Prinzip nicht anders als im Fall, dass es natürlicherweise vorkommt. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Durch die klassische Mutagenese schaffen wir das bei Gerste, dann 20.000 Mutationen in eine Pflanze reinzubekommen. Wenn ich ins Feld gehe und würde entsprechend eine große Anzahl von Hektar, und das sind gar nicht so viele Hektar, das ist vielleicht eine Größe von 20 Hektar, jede Pflanze mir angucken, würde ich auch im Feld eine solche Pflanze finden, die eine vergleichbare Mutation in dem Gen halt hat. Das heißt, Mutationen an sich sind nicht schlimm. Und auch wenn man mehrere Mutationen einführt, die kommen natürlicherweise auch vor. Deshalb ist es nur spezifischer und wir suchen dann nicht die Nadel im Heuhaufen, sondern wir können gezielter vorgehen. Und das ist das, was uns den ganzen Prozess beschleunigt. Denn alle Kulturpflanzen, auch die im ökologischen Landbau eingesetzt werden, sind ja über Jahrhunderte, über Jahrtausende durch Selektion, durch Variation und Selektion von Menschenhand eben dorthin gebracht, wo sie jetzt sind. Und das ist Teil des Prozesses. Und da sind die Pflanzen im ökologischen Landbau nicht anders entwickelt worden als im konventionellen Landbau, weil die meisten Sorten, die im ökologischen Landbau angebaut werden, stammen aus der klassischen Züchtung, sind eigentlich nur in der Produktion anders hergestellt. Also von daher denke ich, geht da kein größeres Risiko von aus. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg dafür. Das kann ich im Prinzip nur unterstützen. Nehmen wir vielleicht nochmal die Kartoffel als Beispiel. Resistenzen gegen Phytophthora findet man zum Beispiel natürlicherweise in Wildkartoffelsorten oder in den Vorläufern der domestizierten Kartoffeln in den Anden. Das heißt, die entsprechenden Genvarianten sind ja schon in der Natur vorhanden. Und wir holen sie in die Kultursorte rein. Also es ist im Prinzip das Gegenteil von dem, was oft als die Rückholbarkeit, als Rückholbarkeit oder Nichtrückholbarkeit dargestellt wird. Das ist ja genau das Gegenteil davon. Es geht um eine Hereinholbarkeit. Also wir versuchen, genetische Variationen, die es in der Natur schon gibt, in Kulturpflanzen hereinzuholen
Und gerade bei der Kartoffel zum Beispiel ist es enorm schwierig, das über Kreuzungen zu machen. Kartoffelgenetik ist immer noch ein erhebliches Problem und viele von den Kartoffelkultivaren, die auf den Äckern sind, sind auch wiederum vegetativ vermehrt, einfach weil man sie schlecht über Samen vermehren kann oder gar nicht über Samen vermehren kann und auf dem Wege nicht über sexuelle Fortpflanzung, Rekombination neue Variationen da reinbringen kann. Also letztendlich würde ich sagen, nach meiner Einschätzung ist das Risiko sogar eher geringer als bei der klassischen Mutagenese oder vielleicht sogar bei der klassischen Züchtung, weil man weniger Veränderungen macht und vorher weiß, welche Veränderungen man macht und die an einer gezielten Stelle macht. Das heißt, man kann dann auch nachvollziehen, was passiert ist. Ja, Herr Backes, gerne Ihre Meinung. Ich habe noch einen Punkt, also ein Großteil von der Variation, also wenn ich jetzt die Zuschauer, die ich jetzt nicht sehen kann, ich stelle mir die mal vor, in all ihrer Diversität, dann ist der größte Teil dieser Diversität ist nicht durch Mutationen, natürlich ist er auch durch Mutationen entstanden, aber der größte Teil ist durch die Kombination entstanden. Das heißt, es ist nicht nur wichtig, dass Gene, dass sie unterschiedliche Allele haben, sondern vor allen Dingen, dass sie unterschiedliche Allele kombinieren. Jede ihrer, also das spielt schon mal eine wichtige Rolle. Dann die andere Sache ist, dass mit den, natürlich ist das schwieriger, wenn durch Einkreuzung durch Wildarten in die Kulturarten reinzubekommen. Auf der anderen Seite aber, wenn ich mir anschaue, wie sich die Diversität der Kulturarten entwickelt hat, dann habe ich eine zunehmende, hatte ich eigentlich die letzte Zeit bis vor 50 Jahren eine starke Einengung. Einfach, weil es für einen Züchter ist, einfacher ist, eine gute Ertragssorte mit einer guten Ertragssorte, eine gute Qualität mit einer guten Qualität zu zeugen. Und dadurch bekomme ich automatisch eine gewisse Einengung. Es kam dann aber in den letzten 50 Jahren so eine Aufweitung wieder. Also es kam die Diversität, die genetische Diversität in unseren Kulturarten hat sich durch die Bemühungen auch gerade der mittelständischen Züchter sehr stark wieder verbessert. Was ist passiert? Sie haben versucht, um neue Gene in die meistens Resistenzgene aus den Wildarten in die Sorten reinzubringen, haben sie gekreuzt mit Wildarten. Es kam eine neue Diversität und mit dieser neuen Diversität auch mehr auch neue Chancen. Denn irgendwann habe ich die Grenzen meines Genpools erreicht. Irgendwann kriege ich mit neuen Kombinationen nicht mehr. Dann muss ich in den wilden Genpool reingehen und da noch zusätzliches Reichtum an Allelen, noch was Zusätzliches reinbringen, was vorher nicht da gewesen ist. Und dass dieser Seiteneffekt, wenn ich mich jetzt sehr stark auf diese Techniken konzentriere in der Züchtung und wenig und sage, okay, ich brauche das alles nicht mehr, ich muss nicht in die wilden Arten gehen, das ist mir alles viel zu mühselig, dann würde ich diesen Vorteil würde ich verschenken. Bitte. Wenn ich da kurz nachhaken kann, ich glaube, Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Es geht bei dieser Technik nicht darum, dass man die anderen nicht mehr braucht. Es ist eine Ergänzung des Werkzeugkastens, den wir haben. Und Kreuzung und Selektion wird immer das Herzstück jeder Züchtung sein, egal in welchem Bereich man züchtet. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Sie haben ein Beispiel genannt mit der Verengung, die man hat. Es gibt in Kulturen, verschiedenen Kulturarten immer gewisse Ereignisse, wo entscheidend eine neue Eigenschaft dazugekommen ist, die so gut ist, dass dann alle nachfolgenden neu zugelassenen Sorten diese Eigenschaften haben. Sei es ein Kurzstroh im Getreide oder sei es Doppel-Null-Raps, sodass man eben das Protein auch für Ernährung verwenden kann. Und das führt eben dazu, dass dann natürlich alles damit gekreuzt wird und dann kommt man zu einer Verengung. Das Besondere an dieser Technik ist, das wird in Zukunft nicht mehr nötig sein. Ich kann dann diese gezielten besonderen Eigenschaften, die durch neue Sorten, die einen besonderen Vorteil haben, gezielt überführen in andere genetische Diversität. So wie das vorher Herr Weber auch schon erklärt hat, mit diesen Wildformen, wo ich dann viele Nachteile mit reinhole. Ich kann gezielt diesen Vorteil reinbringen in eine große Diversität. Das heißt, wir vermeiden diese Verengung, die nachweislich, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, ein Problem darstellt und wo die Züchtung das auch erkannt hat. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo man das auch umdrehen kann, wenn man das anders betrachtet. Können wir mit dieser Technik gerade das vermeiden und das Potenzial eben voll ausschöpfen? Ich gehe mal zur nächsten Frage. In den letzten Jahren
wurde, na okay, es gibt viele Wechselwirkungen zwischen DNA und Zellen und der Umgebung, und das wurde in den letzten Jahren entdeckt, die da auch darauf hindeuten, dass der alleinige Blick auf die DNA und das Genom zu eng ist. Da geht es dann zum Beispiel um das Stichwort Epigenetik. Wie wird das beim Gene Editing berücksichtigt und geht das überhaupt? Wer? Herr Falk? Ja, Herr Falk nickte schon. Also auch die Pflanzenzüchter wissen, dass Epigenetik einen großen Einfluss hat. Wir sehen, dass wir, wenn wir eine Sorte haben, die rein erbig ist, an verschiedenen Orten anbauen, dass bestimmte Phänotypen sich unterschiedlich ausprägen können. Und das geht auch bis in die nächste Generation. Das ist das, was ich meine. Vorhin, wenn ich sage, mit Genome-Editing werden wir nicht alles in den Griff bekommen. Auch solche Aspekte spielen eine große Rolle. Und wenn man von einer systemischen Betrachtung rangeht, und da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Backes, da müssen wir ran. Und das ist im Grunde genommen das, was die Züchter eigentlich auch machen. Wir müssen es von verschiedenen Seiten betrachten. Ich habe ja vorhin hervorgehoben, dass die Züchtung immer sehr langwierig ist. Wenn ich heute mit einer Kreuzung anfange, bin ich in 10, 15 Jahren am Markt, dass ich eine Sorte verkaufen kann. Dann muss ich mir doch heute schon Gedanken machen, wie sieht dann die Situation aus? Wie sind die Rahmenbedingungen? Wie werden die gesetzlichen Vorgaben sein? Wie hat sich das Klima verwandelt? Kann diese Sorte, welche Eigenschaften muss sie haben, damit ich sie in dieser Region oder der anderen Region anbauen kann? Und da ist es so, dass jeder Züchter immer gut beraten ist, und das machen sie sehr intensiv, sich alles genau angucken. Und da bespricht man nicht nur mit dem Wissenschaftler, wo man guckt, was geht. Man spricht auch mit dem Soziologen, mit dem Politologen, weil man natürlich auch berücksichtigen muss, wie entwickelt sich das System weiter? Wie sind die Rahmenbedingungen? Gerade der Agrarbereich wird ja sehr, sehr stark politisch beeinflusst in Europa. Und da muss man doch wissen, wo die Reise hingeht. Denn wenn ich das komplett draußen vorlasse, welche Techniken entwickeln sich? Welche neuen Anbauformen sind zu erwarten? Das muss ich berücksichtigen, denn die Kreuzung, die ich dann jetzt initiiere, muss es einfließen, damit ich ein Produkt habe, das tatsächlich in 10, 15 Jahren überhaupt relevant ist. Aufgrund der fortschreitenden Zeit würde ich gerne jetzt mal ein bisschen weitergehen, auch in Richtung der Regulierung der Pflanzen. Da gab es ja gestern die Studie der EU-Kommission. Da würde ich Sie gerne als erstes fragen, wie schätzen Sie das Ergebnis ein, auf das die Studie gekommen ist? Wer möchte da beginnen? Herr Backes vielleicht. Also, die Studie ist sehr, sehr unterschiedlich. Sie vereint alle Stimmen, gibt alle Stimmen wieder. Und je nachdem, besonders wenn man sich im ersten Teil, kann man sich natürlich einzelne Stimmen rauspicken, die dann das wiedergeben, was man meint. Es kommt aber im weiteren Bereich hinten, das sind dann die gerahmten Teile, also hervorgerufene Teile, die ganz klar sagt, dass unter den gegebenen Umständen, dass diese NGT-Techniken alle als unter den zurzeit als Gentechnik eingestuft werden müssen. Das ist aus meiner Sicht eines der, und ich nehme an, dass die Verfasser dieser Studie das auch deswegen eingerahmt haben, weil sie das für besonders wichtig erhalten haben. Es gibt dann hier hinten in der Diskussion und das Fazit, in dem alles nochmal aufgerollt wird und den Vor- und Nachteile da nochmal gesehen werden. Es spricht aus bei mir, also auch wenn ich die Konklusionen sehe, sehe ich jedenfalls kein dafür sprechen, dass zumindest im ökologischen Bereich dass es da für NGT-Techniken weiter offen wird. Es gibt zum Teil Überlegungen, auch in dem Fazit, ob das jetzt gegebenenfalls wenn das in anderen Bereichen nicht erlaubt wird, dass es dann möglicherweise in die Wissenschaft da zurückwirft oder auch die Produktion. Aber insgesamt sehe ich das als eine sehr, sehr vorsichtige Formulierung auch gegenüber den NGTs, dass man nicht sagt, ja, machen wir, sondern wirklich einen sehr vorsichtigen, sehr, sehr vorsichtigen Schritt. Ich würde auch sagen, also aus meiner Sicht ist es sowieso
so dass die, dass ich jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit sehe, dass das, dass die ökologische Landwirtschaft jetzt voranschreitet mit dem, mit wehenden Fahnen, mit der, mit den NGT jetzt voranschreitet. Das würde ich aus vielen Gründen für schädlich halten. Das sind viele Versprechungen in diesem, die hier in der Studie auch gezeigt werden. Auch das, was Herr Falk gerade vorhin gesagt hat, dass das dazu führt, dass das dann auf einer breiten Basis durchgeführt wird und nicht nur auf einzelnen Individuen. Da spricht dann vielleicht auch die, da muss man dann sehen, was Herr Falk auch nicht, was hier in der Studie auch erwähnt wird, sind zum Beispiel das Problem der Patentierung. Da haben wir bis jetzt auch nicht darüber geredet. Das ist vielleicht gerade für die Züchter interessant, die bisher eigentlich mit Züchterrechten gearbeitet haben. Das heißt, dass ein Züchter immer das Produkt eines anderen Züchters sofort weiterverwenden kann, um fortzuschreiten. Auf der anderen Seite wird hier in diesem Bericht wird auch auf die Sinnhaftigkeit von Patenten Patent betrachtet, aber auch mit dem Hinsicht, dass die für kleinere Betriebe und dazu gehören, die gerade die kleineren Züchtungsbetriebe, dass die auch den Fortschritt da hemmen können. Von daher ist da gibt es gewisse Widersprüche in diesem Bericht, die auch nicht aufgelöst werden. Und von daher sehe ich das als so eine Art Zwischenstand. Herr Falk, Herr Weber, schätzen Sie das auch so ein? Okay, fange ich an. Ja. Also der erste Teil listet eine ganze Reihe von Beispielen, die schon in den Pipelines sind oder die schon auf dem Markt sind in anderen Ländern. Der geht auch auf die Regulation in verschiedenen Ländern ein und arbeitet heraus, dass die Regulation in Europa doch erheblich restriktiver ist als die im internationalen Kontext. Es wird auch hervorgehoben, dass sehr viele kleine Unternehmen, ich meine die Zahl 260 oder sowas, kleine Unternehmen wurde genannt, die mit Produkten in der Pipeline sind. Und es wird in der Studie auch dargestellt, dass die gerade die kleineren Unternehmen, auch Startups, hier eine Möglichkeit sehen, eine neue Konkurrenzsituation auch gegenüber den Agrarmultis aufzubauen. Das heißt also, hier kommt wirklich Bewegung in den Markt. Und gerade wenn man zum Beispiel schaut in Argentinien, wo die ersten Produkte auch schon im Markt sind, waren es eben auch wieder unabhängige kleine Unternehmen, die da vorangegangen sind und ihre ersten Produkte bereits in der Pipeline haben. Die Studie sagt, basierend auf der Rechtslage sind die NGTs als GMOs einzustufen. Die Studie sagt aber auch, dass für SDN1 und SDN2 diese Einschätzung aus wissenschaftlicher Sicht, SDN1 und SDN2 sind wenige einzelne Mutationen, Einzelstrangbrüche, Einzelmutationen oder wenige Nukleotide, abgegrenzt zu SDN3, was in der Regel die Insertion fremder DNA ist. Also dass SDN1 und SDN2 nicht als GMOs im klassischen Sinne einzustufen sind und dass die auch aus wissenschaftlicher Sicht heraus anders reguliert sein sollten als die klassischen GMOs. Ob sie jetzt dereguliert werden oder nicht, das steht da nicht drin. Das ist auch eine Aufgabe des Dialogs, der aus dieser Studie jetzt entstehen sollte. Aber was die Studie tatsächlich schafft, ist endlich mal diese Gegeneinanderpositionierung aufzulösen und eine vernünftige Dialogbasis zu schaffen. Und dazu gehört eben auch, dass man dieses End oder Weder einfach mal beiseite lässt und sagt, wie können wir denn die verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben, so zusammenbringen, dass wir das Ziel, es geht ja um das Ziel Nachhaltigkeit, es geht nicht um die Methode, wie kommen wir dahin, sondern dass wir das Ziel Nachhaltigkeit nach vorne bringen. Und jetzt, wenn man den ökologischen Landbau als Beispiel nehmen, spricht überhaupt nichts dagegen, die Kombination aus Fruchtfolgen, die Kombination aus verschiedenen Pflanzen, die man gleichzeitig auf einem Acker anpflanzt, zu kombinieren mit genetischen Resistenzen. Das ist dann einfach noch mal besser, als eben, wenn man nur das eine macht. Und die Position einzunehmen, dass man sagt, die anderen benutzen das, also wird dadurch die klassische Landwirtschaft sozusagen zementiert und ökologisch benachteiligt. Das ist ja einfach nur die eigene Entscheidung, es nicht zuzulassen, diese Möglichkeiten für sich selbst in Anspruch zu nehmen. Und das ist für mich, ich habe also keinen Stake in dem einen oder in dem anderen. Ich bin Grundlagenforscher, also mir könnte es im Prinzip egal sein, aber mich treibt einfach diese nicht genutzten Chancen im Bereich der Nachhaltigkeit, das treibt mich einfach um und es motiviert mich auch letztendlich dazu, auch immer wieder letztendlich Stellung zu beziehen. Und da hat die Studie tatsächlich einen Verdienst, eben diesen
diese festgefahrene Situation endlich mal wieder aufzubrechen und den Dialog neu zu eröffnen. Hier gibt es noch eine Frage an Herrn Dr. Falk. Im Vergleich zu den USA oder China hinkt die Pflanzenzüchtung in Europa aufgrund der Regularien ja seit Jahren hinterher. Was bedeutet das für die Pflanzenzüchterschaft in Deutschland? Also das würde ich so nicht gerne stehen lassen. Ich denke, dass in Europa wir natürlich andere Spielregeln hatten und bestimmte Technologien konnten nicht zur Anwendung kommen, wenn man Gentechnik halt betrachtet. Und die Gefahr läuft, haben wir jetzt eigentlich auch beim Genome-Editing, dass wir da draußen vor sind. Aber die Pflanzenforschung, die eine Grundlage ist, haben wir schon viel zu bieten. Wir haben vor allen Dingen eine Branche, die, wie gesagt, stark mittelständisch geprägt ist und damit auch sicherstellt, dass wir eine hohe Diversität halt haben. Was wir sehen, dass natürlich mit neuen Techniken die Entwicklung beschleunigt werden kann, sind neue Möglichkeiten da. Und wenn gerade die kleinmittelständischen da nicht Zugang dazu kriegen, dann kriegen wir eine Situation, wie wir sie vielleicht in den USA hatten oder jetzt schon haben, dass wir dann noch ein paar wenige große internationale Züchtungsunternehmen haben. Das wollen wir nicht. Also es geht um Chancengleichheit. Patente haben Sie angesprochen, Herr Backes, spielt da natürlich auch eine Rolle. Das Pilton-Projekt, ein Teil des Projekts geht es darum zu zeigen und auch zu entsprechend eben voranzubringen, um zu sehen, können wir da wirklich auch die kleinen und mittelständischen Zugang haben. Das ist ein Teil des Projektes. Wir sind davon überzeugt und wir wollen es zeigen. Das ist eine Nagelprobe dafür. Und Sie haben vollkommen recht, das Sortenrecht ist der Treiber der positiven Entwicklung, die wir in Europa hatten. Die Hälfte der neu zugelassenen Sorten stammt aus Kreuzungen mit genetischem Material von Konkurrenten. Die Hälfte der neu zugelassenen Sorten. Das heißt also, es ist wie so ein Open-Source-System. Das ist sehr wichtig, das voranzubringen. Und ich denke, dass Europa da gerade in der Pflanzenzüchtung, in der Forschung der Pflanzenzüchtung durchaus eine sehr große Rolle spielt. Deswegen bin ich nicht so pessimistisch. Wir wollen natürlich uns nicht wieder bei bestimmten Techniken abhängen lassen, weil wir natürlich auch die Notwendigkeit sehen. Das hat Herr Weber sehr schön gesagt. Das treibt mich ja eigentlich auch um. Ich habe ja betont, der Pflanzenzüchter muss immer in die Zukunft gucken. Wie sieht das in 10, 15 Jahren aus? Der Rahmen, wo wir hingehen müssen in der Landwirtschaft, ist völlig klar. Und es gilt, und das ist ganz essentiell, es gilt, den Weg dorthin zu beschreiten. Und wir müssen sehen, reichen die Mittel, die uns zur Verfügung stehen? Und wenn wir ein wertvolles Werkzeug in der Hand haben, das hilft, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass wir da auch hinkommen, das aus ideologischen Gründen eventuell einfach draußen vorzulassen, ist ein Wagnis. Und ich finde, in der Studie ein Satz, der mich persönlich selbst beeindruckt hat, ist, es kann ethische Fragen aufwerfen, wenn man die NGTs anwendet. Aber wenn man sie nicht anwendet, wirft es genauso ethische Fragen auf. Und das ist genau der Punkt, der hier eben im Grunde genommen jetzt gelöst werden muss. Wir müssen uns aufeinander zubewegen. Es geht nicht darum, jetzt plötzlich alle total risikofreudig zu sein. Schon mit Augenmaß, aber nicht voreilig aus ideologischen Gründen etwas ausschließen. Und wenn dieser Dialog zustande kommt, und ich habe große Hoffnung, dass diese Studie dazu beiträgt, dann ist das ein Sprung nach vorne. Noch eine weitere Frage, eine Journalistin. Ist das nicht ein enormer Vorteil für die europäische Landwirtschaft, dass die Fehler der GMO-Landwirtschaft mit herbizidresistenten Pflanzen hier in Europa vermieden wurde? Also in Bezug auf Herbizidtoleranz mit GVOs kann man tatsächlich unterschiedlicher Meinung sein. Andererseits gibt es eben auch, das haben Sie, Herr Backes, eigentlich sehr schön gesagt, das ist eben die Frage, wie man das betrachtet. Ne? Da gibt es verschiedene Blickwinkel. Wenn man da deutlich weniger Chemie einsetzen kann durch diese Anwendung, dann hat das natürlich einen gewissen Vorteil. Kann aber andere Nebenwirkungen dabei haben. Ich denke, und das ist mein entscheidender Punkt, diese Technik ist wesentlich zu unterscheiden von den GVOs, den klassischen GVOs, die wir haben. Gerade es gibt die Anwendung, die wir jetzt betrachten. Und da ist unheimlich viel Potenzial drin, die Züchtung weiter voranzubringen.
Und uns da abhängen zu lassen, spielt auch eine große Rolle. Genetische Ressourcen und Variation ist auch ein großes Thema. Sie wissen, dass Züchter nie lokal arbeiten. Es gilt eben, genetische Ressourcen verfügbar zu machen. Und das ist Sortenrecht sehr wichtig. Aber wenn wir da unterschiedliche Regularien haben, in Regionen, wo das nicht reguliert wird, in anderen, wo es reguliert wird, dann wird ein Züchter in einer Region, wo das reguliert wird, das genetische Material aus der anderen Region nie einsetzen können, weil immer die Gefahr besteht, weil er das vielleicht nicht weiß und keine Dokumentation da ist, wie ist das entstanden, auf welchem Weg. Auch wenn es harmlos ist, wenn es auch auf klassische Art und Weise ist, die Gefahr ist da. Das ist beschränkt den Zugang zu genetischen Ressourcen und das beschränkt aus meiner Sicht dadurch eigentlich auch die Wahrscheinlichkeit von Fortschritt in der Pflanzenzüchtung. Darf ich dazu direkt noch was sagen? Ja. Mhm. Also es wird ja nicht vermieden in Europa, wenn man sich zum Beispiel die Clearfield-Technologie von BASF anschaut, die ist einfach über natürliche Selektion, hat man sich dort Resistenzen gegen Sulfonylurea Insektizide ausgesucht und verkauft die im Paket, genauso wie das Monsanto mit Glyphosat gemacht hat. Das ist exakt das gleiche Prinzip, nur mit klassischer Züchtung erreicht. Also das ist nicht technologieabhängig. Dass Monsanto mit der Glyphosatresistenz so erfolgreich war, liegt daran, dass die anderen nicht schnell genug nachgekommen sind, eben gerade aufgrund der regulatorischen Struktur. Und man hätte diese Monopolbildung möglicherweise verhindern können, wenn man weniger stringent geregelt hätte. Gerade für mittelständische deutsche Unternehmen entsteht natürlich auch ein Nachteil dadurch. Wenn man sich jetzt den größten deutschen Züchter KWS anguckt, wenn der in USA Saatgut verkaufen will, muss er von Monsanto die Resistenz einlizenzieren, weil er sonst dort im Markt nicht kompetitiv ist. Das heißt, die müssen praktisch zweigleisig fahren. Die machen für Europa das eine und für den internationalen Markt das andere. Das heißt, sie müssen praktisch die Produkte doppelt entwickeln und das bringt sie auch wieder in den Kompetitionsnachteil. Ich möchte das jetzt nicht werten, wie weit Herbizidresistenzen wichtig sind oder nicht, aber man muss sich, wie Herr Backes das ja gesagt hat, das System angucken. Und das System ist in dem Fall so, dass es für die europäischen Züchter tatsächlich ein Nachteil ist, dass sie die Methoden nicht nutzen können. Ich möchte auch nochmal auf einen Punkt eingehen, über den man auch immer wieder stolpert. Das ist die Nachweisbarkeit. Nachweisen, ob man eine geneditierte Pflanze vorzuliegen hat oder nicht? Gibt es da Methoden, die das transparenter machen? Und weil Sie sagen ja auch immer wieder, am Ende können da Mutationen erzeugt werden, die von anderen Züchtungsformen nicht zu unterscheiden sind. Aber das ist ja gerade für die Transparenz und für die Informiertheit der Verbraucher doch durchaus ein wichtiger Punkt. Da kann man nur antworten, es kommt drauf an. Im Weizen zum Beispiel, wo jedes Gen in 6 Kopien vorliegt, wenn ich dort über alle Varianten eines Gens die gleiche Mutation habe, ist es statistisch sehr wahrscheinlich, dass die durch eine Genomeditierung erzeugt worden ist. Es ist kein kausaler Nachweis, aber man kann zumindest aufgrund der statistischen Wahrscheinlichkeit sagen, das ist wahrscheinlich so gemacht worden. In anderen Arten, wie zum Beispiel im Raps oder in der Gerste, wenn es sich um einzelne Mutationen handelt, ist nicht nachweisbar, mit welcher Methode die Mutation erzeugt worden ist. Wenn man weiß, was der Hersteller gemacht hat, kann man gucken, ob diese Stelle da ist. Da gab es auch eine Arbeit, die von einem NGO zusammen mit dem VLOG und anderen herausgegeben worden ist, wo behauptet wurde, man könne damit auch neue Gentechnik nachweisen. Was man damit machen kann, ist, man kann die Mutation nachweisen, aber es gab gerade jetzt vom Bundesamt für Verbraucherschutz und BVL und Landwirtschaft eine neue Stellungnahme zu dieser Studie und die zeigten, dass der Test, der damals entwickelt worden ist, auch auf Ackerunkräuter anspricht, dass er auch auf manche Rapssorten anspricht. Und wenn man den so, wie das vorgeschlagen worden ist, anwenden würde, würde man auch herkömmliche Rapssorten als genomeditiert einstufen. Und das BVL kommt zu der Einstufung, dieser Test ist nicht geeignet. Zu dieser gleichen Einschätzung kommen auch die europäischen Gentechniklabor, also diese Vereinigung von Laboren, die zertifiziert solche Tests. Also es ist sehr, sehr schwierig und in vielen Fällen unmöglich, kausal nachzuweisen, dass eine Mutation durch diesen Prozess, durch eine Genomeditierung oder durch eine herkömmliche Mutagenese gemacht worden ist. Herkömmliche Mutagenesen würden sich sogar einfacher nachweisen lassen, weil es da viele Hintergrundmutationen gibt,
Also es ist unwahrscheinlich, dass die zufällig alle entstanden sind. Wenn es einige wenige sind, dann wird es sehr, sehr schwierig. Und das macht natürlich auch die Durchsetzung einer Regulierung extrem schwierig. Wenn ich etwas nicht nachweisen kann, wie soll ich denn dann zeigen, dass es passiert ist? Also das ist für mich zumindest nicht nachvollziehbar. Herr Backes, ja, Sie wollten dazu noch was sagen. Genau. Wir müssen einmal gucken, weil wir schon 5 Minuten über der Zeit sind. Okay, gut. Aber bitte sagen Sie noch. Nee, ganz kurz. Ich finde das immer ein bisschen merkwürdig. Zum einen, wenn ich was patentieren möchte, muss ich natürlich auch zeigen, dass ich das habe, muss ich das auch nachweisen können, dass das drin ist. Das heißt, das könnte man durchaus auch fordern, dass dann noch eine zusätzliche Sequenz eingebaut wird, an einer weniger wichtigen Stelle, die das markiert. Auf der anderen Seite finde ich das auch merkwürdig zu argumentieren, wenn ich es nicht nachweisen kann, dann brauche ich es auch nicht zu regulieren. Das wäre, als würde im Strafgesetzbuch unten stehen, alle kriminellen Handlungen, die nicht nachgewiesen werden können, werden nicht durch dieses Strafgesetzbuch reglementiert. Das geht nicht. Also im Prinzip ist das für mich kein Argument. Also wenn man davon ausgeht, dass das von dem Hersteller auch dargestellt werden muss, auch gelabelt werden muss, und da steht ja auch in dem Bericht, dass eine bestimmte Veränderung durchgeführt werden muss, und jemand würde dagegen würde praktisch eine unreglementierte Mutation da reinbringen, dann würde er sich damit schuldig machen. Und das ist dann so gesehen erstmal egal, ob man das nachweisen kann oder nicht. Wollen Sie doch von mir eine Antwort haben oder sind wir schon drüber? Ja, ich sagen Sie, wenn es jetzt, ist ja auch entspannt. Also im Prinzip, was Sie gerade vorgeschlagen haben, wenn man das anwenden will, dann muss man immer auch irgendwo Fremd-DNA reinbringen, damit es klassische GVOs sind, und dann ist es raus. Das ist ja gerade das Besondere an dieser Technik, dass wir keine Fremd-DNA dort reinbringen müssen. Und wenn das Produkt am Ende nicht unterscheiden ist von einer natürlichen Mutation, dann gibt es doch keinen Grund, davon einem erhöhten Risiko auszugehen. Also was Sie letztendlich sagen, und das haben Sie ganz zu Anfang ja auch gesagt, Sie haben Angst um die Marke ökologischen Landbau. Es geht also um Vermarktungsrechte, es geht nicht um Gefahren, die durch diese Technik entstehen, sondern Sie haben nur Angst um die Marke. So müsste man das doch interpretieren. Also es geht, Sie wollen diese Verfahren nicht, unabhängig davon, ob das nun gefährlich ist oder nicht. Kann ich darauf antworten? Oder ist jetzt Schluss? wir können es auch stehen lassen. Ich sehe das anders, aber weil das nur ein Nebenaspekt ist, aber wir brauchen das jetzt auch nicht weiter zu diskutieren. Ja, ich bin mir sicher, die Diskussion wird auch bestimmt noch weitergehen, nicht nur hier bei uns heute im Pressbriefing. Herr Backes, ich freue mich, wenn wir weiter darüber diskutieren können. Also ich glaube, man muss sich aufeinander zubewegen. Und das Dialog ist der erste Schritt, und diese Studie führt dazu. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander diskutieren können. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir jetzt von Ihnen dreien noch ein ganz kurzes Schlussstatement bekommen. Halten Sie sich wirklich kurz ein paar wenige Sätze. Ich fange an, wie ich vorhin angefangen habe, mit John Falk. Würde mich freuen, wenn Sie das kurz einmal zusammenfassen, Ihre Kernaussage von dem Pressbriefing heute. Also ich finde, Dialog ist wichtig. Nur durch Überzeugung und Vertrauen kommen wir da einen Schritt weiter. Wir haben sehr viel Potenzial mit dieser Technik, und dann muss man offen darüber reden und nicht von vornherein alles ausschließen. Und das sagt eigentlich diese Studie. Wir brauchen eigentlich einen Dialog und wir brauchen eine Anpassung, weil diese neuen Techniken durch die bisherige Gesetzgebung nicht so abgedeckt werden, wie das notwendig ist. Vielen Dank, Herr Weber. Ich sehe einfach hier nur eine riesengroße Chance für den gesamten Bereich der Landwirtschaft und auch natürlich auch darüber hinaus, auch in der Medizin. Und ich fände es einfach extrem schade, wenn wir die nicht nutzen würden, weil damit vergeben wir uns einfach Möglichkeiten, es für uns alle irgendwo besser zu machen. Danke, Herr Backes, Ihr Abschlussstatement. Ich bin alt genug, um die gleichen Argumente gehört zu haben, als man die klassische genetische Transformation eingeführt hat. Das war sehr, sehr ähnlich, außer dass jetzt ist es alles besser. Die ökologische Landwirtschaft sollte sich meiner Meinung nach sehr weit zurücknehmen in diesem Punkt. Ich bin gespannt zu sehen, wie die Entwicklung zeigt,
ob die vielen positiven Statements, die hier mitgegeben werden, ob sich das bewahrheitet. Ich bin skeptisch und bleibe dabei, dass sie sich in einem Systembild zeigen müssen, dass es da wirklich in die richtige Richtung geht und dass wir nicht wieder alte Dinge stabilisiert bekommen, die wir eigentlich ändern möchten. Super, vielen Dank. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit, die Sie sich heute hier genommen haben, um das Thema zu diskutieren, um die Fragen der Journalistinnen zu beantworten. Ich danke Ihnen auch sehr für die Teilnahme. Wie gewohnt können Sie in wenigen Stunden auf unserer Webseite das Video auch nochmal nachgucken und wir werden auch ein Transkript erstellen und alsbald zur Verfügung stellen. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Teilnahme. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.